Gefühle und Emotionen sind die Grundlage für Beziehungen, aber auch die Basis für Missverständnisse. Der Gefühlstern hilft hier zu klären und eine gemeinsame Sprache zu finden. Im Folgenden sehen Sie eine Beratungssitzung mit Herrn Schober und Frau Bucher. Herr Schober ist ein Schullehrer, der Frau Buchers Sohn Rob unterrichtet. Guten Tag, Frau Bucher. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Schober. Was führt Sie zu mir? Herr Schober, ich habe ein Problem mit meinem Sohn Rob. Er mag nicht mehr in die Schule gehen und er verhält sich sehr seltsam. Früher haben wir über vieles sprechen können und wir haben eine gute Beziehung miteinander. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was los ist. Und ich würde gerne mit ihm sprechen darüber, aber er lehnt es ab. Und für Sie ist es schwer, jetzt eine gute Gesprächsbasis zu finden. Habe ich es richtig verstanden? Genau. Ja, sehr oft, wenn man sich schwer tut, Gespräche zu führen, ist, weil man sich selber über die eigenen Gefühle unklar ist. Wir empfehlen das als ersten Schritt in der Gesprächsvorbereitung, dass Sie Ihre eigene Gefühlswelt hinsichtlich Ihres Sohnes klären und erst dann sich inhaltlich Punkte überlegen, die Sie mit Ihrem Sohn austauschen wollen. Okay. Und als Vorbereitung dafür haben wir ein kleines Instrument, mit dem wir arbeiten. Das ist ein Gefühlstern und da kann man binnen 5 Minuten so einen ersten Überblick über die eigene Gefühlswelt erhalten. Hätten Sie da Interesse, das mit mir zu machen? Ja, gerne. Sehr gerne. Also das ist der Gefühlstern. Hier sehen Sie in alphabetischer Ordnung bestimmte Gefühle. Und meine Bitte ist jetzt, dass Sie sich in die Situation hineinversetzen, dass Sie jetzt mit Ihrem Sohn Rob sprechen. Und ich frage Sie jetzt jedes einzelne Gefühl und ich hätte gern aus dem Bauch heraus einfach ein schnelles Ja oder Nein, ob dieses Gefühl da ist oder nicht. Okay. Wir fangen hier an alphabetisch. Wenn Sie an das Gespräch mit dem Sohn denken, haben Sie Angst? Ja. Angst kann man nur vor 3 Dingen haben im Leben. Angst vor Verlust, Angst vor Angriff oder Angst vor Verwirrung. Von Verwirrung. Angst vor Verwirrung. Ärger? Ja. Ärger? Ärgern Sie sich über sich oder über andere? Beides, glaube ich. Ja. Depression? Nein. Gelassenheit? Nein. Glück? Nein. Liebe? Ja. Scham? Ja. Schuld? Ja. Trauer? Ja. Wut? Ja. Sie sehen selber, wie viele verschiedene Gefühle gleichzeitig da sind, wenn Sie daran denken. Und deshalb ist es in so einer Situation immer ganz, ganz schwierig, ein entspanntes Gespräch zu führen. Sie haben jetzt berichtet über Angst vor Verwirrung, Sie haben über Ärger gesprochen, Sie haben auch von Ihrer Liebe, Scham, Schuld und Wut gesprochen. Sie sehen ganz viele verschiedene Gefühle, wenn Sie an dieses Gespräch denken. Wenn Sie jetzt noch kurz überlegen, hier geht es nicht darum zu klären, sondern nur einen ersten Überblick zu kriegen. Welches Gefühl ist aus Ihrer Sicht am stärksten? Können Sie das ein bisschen für sich einordnen? Ärger. Ärger. Und hier haben Sie gesagt, sowohl über sich als auch über andere? Genau. Und meine Empfehlung ist einfach, damit Sie für sich das alles ein bisschen besser auf den Punkt kriegen, dass Sie sich in Bezug auf Ärger klar überlegen, welche Anteile ärgern mich an mir selber und welche Anteile bleiben dann noch übrig, wo Sie sich über andere ärgern und vielleicht auch, wer genau das ist. Und umso klarer Sie hier sind, Ärger über sich selbst herauszufinden, gibt es da etwas, was Sie so spontan Ihnen einfällt, über was Sie sich ärgern bei Ihnen? Dass ich nicht in der Lage bin, diese Situation zu meistern und dass der Rob nicht sieht, dass das wichtig ist, in die Schule zu lernen. Und dass er nicht sieht, dass ich als alleinerziehende Mutter da viel leisten muss. Genau. Sie haben jetzt einen Ärger über sich selber gesprochen und einen Ärger über andere. Sie haben beide Punkte hier vermischt. Meine Empfehlung ist, dass Sie, bevor Sie in ein Gespräch gehen, das für sich gut klären
und versuchen auch die eigenen Anteile für sich hier gut zu sorgen, damit sie damit auch besser umgehen können. Wenn Sie sagen, Sie ärgern sich über sich, dass Sie nicht fertig werden, da kann ich Ihnen sagen, dass Sie nicht alleine sind mit so einer Situation. Das ist etwas, was ganz vielen Eltern oder eigentlich wahrscheinlich allen Eltern mehr oder weniger immer wieder. Das heißt, aus meiner Sicht ist es etwas, was uns alle betrifft. Und zusätzlich glaube ich immer noch, dass es wichtig ist, für sich selber gut zu sorgen, auch zum Schauen, was brauchen Sie selber, um dann eine gute Basis mit Ihrem Sohn, Gesprächsbasis zu finden. Mein Vorschlag wäre jetzt, als ersten Schritt für sich, Sie über diese Gefühle, über die wir heute gesprochen haben, versuchen, mehr Klarheit zu bekommen und vielleicht auch zum Überlegen, wo können Sie für sich selber etwas Gutes tun, damit sich hier diese Gefühlswelt nicht so stark auswirkt. Okay. Haben Sie eine konkrete Idee, wie Sie etwas für sich selber schon Gutes tun könnten? Vielleicht kann ich mich erinnern und aufschreiben, was ich bis jetzt alles gut gemacht habe und gemeistert habe. Und für das, was Sie geschafft haben, können Sie für sich selber ja ein bisschen feiern. Zum Beispiel eine eigene Torte für sich machen oder eine gute Tasse Tee. Einen Moment, wo Sie sagen, jetzt feiere ich mich einmal eine Viertelstunde. Wäre das etwas, was Sie sich vorstellen können? Ungewöhnlich, aber ja. Ja, dann wäre mein, wann ungefähr könnten Sie das machen? Wann hätten Sie Zeit dafür? Jetzt am Freitag. Ja, ja. Dann wäre mein Vorschlag, dass Sie eine Liste für sich machen, was Sie in den letzten 3 Monaten gut gemacht haben und dass Sie diese Ergebnisse dann für sich selber dann einmal feiern. Okay. Und das als ersten Schritt, als Vorbereitung für ein Gespräch sind. Und bis dahin empfehle ich Ihnen, nicht in Konfrontation, soweit es Ihnen möglich ist, mit Ihrem Sohn zu gehen, bis Sie sich selber hier wertgeschätzt haben. Okay, Dankeschön. Gut, das ist einmal so ein erster Schritt, in Versuchen, hier einen positiven Beitrag zu machen. Ich weiß, dass es noch ein langer Weg sein wird und dass es immer Höhen und Tiefen geht. Und trotzdem ist es einfach wichtig, dass Sie dranbleiben und sich bemühen, auch um mit Ihrem Sohn in Kontakt zu bleiben. Okay. Dankeschön. Gut dann. Danke Ihnen, Frau Bucher, und alles Gute. Danke, Herr Schubert.